Die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt ab jetzt allen Neugeborenen, die im Winter zur Welt kommen, die RSV-Impfung schon möglichst bald nach der Geburt. Auch sollen alle Säuglinge möglichst im Oktober für ihren ersten Winter diese Impfung bekommen. Was alles hinter dieser Empfehlung steckt und noch viel mehr erfahren Sie in diesem Video, damit Sie als Eltern eine für Sie passende Entscheidung für oder gegen diese Impfung treffen können. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und ich freue mich über Ihr Interesse, genauso wie über einen Daumen hoch und ein Abo, wenn Ihnen meine Aufklärungsarbeit gefällt. Schon wieder eine neue Impfung und noch eine zu den vielen dazu und dann auch noch für die Babys, die kaum auf der Welt sind. Muss die denn wirklich sein? Diese Gedanken sind möglicherweise und wahrscheinlich der Grund dafür, dass Sie dieses Video anschauen. Also der Reihe nach. RSV steht für respiratorisches Syncytialvirus. Ein Virus, das in der kalten Jahreszeit der hauptsächliche Erreger von Erkältungen wie Schnupfen, Halsweh und Husten ist, also ständig und überall vorkommt und vorwiegend über Tröpfchen übertragen wird. Für gesunde, größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 60 sind diese RSV-Atemwegsinfekte in der Regel kein großes Problem, aber Babys und auch alte Menschen können aufgrund ihres empfindlicheren Immunsystems durch dieses Virus große Probleme bekommen. Zum Beispiel eine schwere Bronchitis oder Lungenentzündung, die lebensbedrohlich verlaufen und immer eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und dann müssen Sie wissen, dass es sich bei dieser Impfung um eine sogenannte passive Impfung handelt. Das heißt, dieser Impfstoff enthält Antikörper, die das RS-Virus neutralisieren und so eine Infektion verhindern. In der Regel handelt es sich bei den meisten Impfungen, wie zum Beispiel gegen Tetanus oder Polio, um sogenannte aktive Impfungen. Das heißt, die Impfung regt den Körper dazu an, eigene Antikörper zu bilden. Eine aktive Impfung muss anfangs meist mehrmals mit gewissen Abständen gegeben werden und braucht deshalb immer eine gewisse Zeit, bis sie wirkt. Eine Passivimpfung, wie die jetzt empfohlene, enthält bereits genau diese Antikörper und wirkt deshalb sofort. Ist es denn eine neue Impfung? Nein, es ist keine neue Impfung. Es gibt sie schon seit vielen Jahren, aber sie wurde bisher nur für besonders gefährdete Babys, also die Frühgeborenen und Kinder mit speziellen Krankheiten, wie zum Beispiel Herzfehler, empfohlen. Weil diese Kinder besonders davon profitieren, eine RSV-Infektion nicht zu bekommen. Allerdings galt die bisherige Impfempfehlung eben nur für diese besonders gefährdeten Kinder. Der bisher zugelassene Impfstoff wirkt nur über 4 Wochen. Er muss also von Oktober bis März alle 4 Wochen gegeben werden, was sehr aufwendig und teuer ist. Warum empfiehlt die STIKO diese Impfung jetzt für alle Babys im ersten Lebensjahr? Ein erster Grund. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass auch völlig normale und gesunde Babys ganz schwer erkranken können an diesem RS-Virus. Eine solche Infektion kann auch bei Ihnen eine so heftige Bronchitis auslösen, dass Sie eine schwere Atemnot bekommen und im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut werden müssen. Besonders problematisch ist das während einer Infektionswelle, weil es dann ganz schnell ganz viele sind. In den letzten Jahren haben bestimmt auch Sie mitbekommen, dass es Meldungen von Kinderkliniken gab, die wegen der großen Anzahl von Babys mit RSV-Infektionen an den Rand ihrer Kapazitäten gerieten und keine neuen Patienten mehr aufnehmen konnten. Und vielleicht mussten Sie in Ihrem Umfeld miterleben, wie schlimm ein Baby leidet, wenn es wegen einer RSV-Infektion keine Luft bekommt. Der zweite Grund. Es gibt jetzt einen etwas moderneren RSV-Passivimpfstoff, der nur einmal gegeben werden muss, um eine Saison lang sicher zu schützen. Dritter Grund. Dieser Impfstoff hat in anderen Ländern bereits gezeigt, dass er gut wirkt und keine problematischen Nebenwirkungen hat. Die Aufgabe der Ständigen Impfkommission ist es, Impfungen zu empfehlen, die sowohl dem Einzelnen als auch der Gemeinschaft nutzen und unterm Strich mehr Vorteile als Nachteile bringen.
Ihre Empfehlungen gelten in Deutschland als medizinischer Standard. Entsprechend dieser Empfehlung sollen also alle Kinder, die zwischen April und September auf die Welt kommen, im Oktober, also zu Beginn der Infektsaison, einmal diese RSV-Impfung bekommen und genauso alle Neugeborenen, die von Oktober bis März auf die Welt kommen, möglichst aber gleich nach der Geburt, zum Beispiel bei der U2, also in den ersten 10 Lebenstagen. Jetzt kennen Sie die Hintergründe für die aktuelle STIKO-Empfehlung. Was ist nun mein Kommentar dazu? Ich meine, die Überlegungen der STIKO sind absolut nachvollziehbar. Aber es ist eine Empfehlung und keine Pflicht. Sie als Eltern treffen also schlussendlich die Entscheidung selbst, was mit Ihrem Kind passiert. Ich kann durchaus verstehen, dass es Eltern schwerfällt, ihr Baby, das gerade mal ein paar Tage auf der Welt ist, impfen zu lassen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch genau, was es für die Familie und das Baby bedeutet, wenn es eine schwere RSV-Bronchitis bekommt und was in den Kinderkliniken abgeht, wenn die Intensivbetten ausgehen. Wie immer bei Impfungen treffen Emotionen auf rationale Überlegungen. Ich als Vater kann die Sorgen von Eltern sehr gut nachvollziehen. Als Kinderarzt weiß ich aber auch, dass diese Impfung viel Leid verhindern kann. Die Angst, dass dieser Impfstoff schlimme Nebenwirkungen haben könnte, ist zwar verständlich, aber aufgrund der bisherigen langjährigen Erfahrungen nicht wirklich begründet. Auch ist der frühe Zeitpunkt, schon bald nach der Geburt, wenn die Babys in der Winterzeit geboren werden, kein Problem, da es sich um Antikörper handelt, die dem Körper des Kindes selbst keine lebenswerte Reaktion auslösen, sondern lediglich das Virus neutralisieren, wenn es in den Körper gelangt. Ich persönlich sehe in der Impfung gegen RSV folgende Vorteile. Erstens, jedes geimpfte Baby wird mit größter Wahrscheinlichkeit keine problematische RSV-Bronchitis bekommen. Zweitens, je mehr Geimpfte es gibt, umso weniger werden in den begrenzt vorhandenen Intensivbetten der Kinderklinik behandelt werden müssen. Drittens, durch diese neue Empfehlung hat nun jedes Baby ein Anrecht auf die Impfung. Ich sage das deshalb, weil es sehr viele Eltern gibt, die gerne die Möglichkeiten der modernen Medizin für ihr Kind nutzen möchten, die Kosten für eine Impfung aber nur dann von der Krankenkasse übernommen werden, wenn es eine STIKO-Empfehlung dafür gibt. Ein Nachteil ist sicherlich, dass für uns Kinderärzte ein erhöhter Aufklärungsbedarf besteht, der unsere knappen zeitlichen Ressourcen weiter belastet. Eltern, Impfungen in den ersten Tagen nach der Geburt erklären zu müssen, insbesondere eine scheinbar neue, ist zeitlich immer recht aufwendig. Der Aufklärungsbedarf wäre freilich kleiner, wenn alle Eltern dieses Video anschauen würden. In der Folge werden aber nicht mehr so viele Kinder schwer krank werden. Und das wird wiederum zu einer Entlastung nicht nur der Kinderkliniken, sondern auch der Praxen führen. Ungünstig ist sicher auch, dass dieser Impfstoff gespritzt werden muss. Wer möchte denn einem Neugeborenen schon gern eine Spritze zumuten? Allerdings gibt es leider dafür noch keine alternative Methode. Aber wenn ein Baby mit einer RSV-Bronchitis auf der Intensivstation landet, muss es deutlich mehr erleiden. Mein Fazit: Dass sich die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen und die meisten Eltern nach den Empfehlungen der STIKO richten, werden die Vorteile der Impfung in den nächsten Jahren, vor allem im Winter, deutlich sichtbar werden, nämlich weniger RSV-erkrankte Babys in den Praxen und auf den Intensivstationen. Das RS-Virus ist im Winter ein Dauergast unter uns Menschen. Und nur eine individuelle Impfung bietet sicheren Schutz. Dies ist nun mit dieser Empfehlung allen Babys zugänglich, wenn die Eltern es wollen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich allerdings auch, dass während der Corona-Pandemie durch die Kontaktbeschränkungen und vor allem durch die Maskenpflicht Tröpfcheninfektionen wie die RSV-Infektionen in großer Zahl verhindert wurden. Theoretisch könnte man also Babys vor einer RSV-Infektion auch dadurch schützen, dass im Winter
sämtliche Kontaktpersonen ständig Masken tragen und die Hände regelmäßig desinfizieren. Ob das allerdings innerhalb einer Familie, insbesondere wenn es schon Geschwister gibt, praktisch umsetzbar und sinnvoll ist, überlasse ich Ihnen selbst. Und noch etwas. Es wird möglicherweise bald einen zugelassenen aktiven RSV-Impfstoff geben, mit dem man die Schwangere im letzten Drittel der Schwangerschaft impfen kann und was zur Folge hat, dass ihr Baby dann durch die mütterlichen Antikörper geschützt ist und selbst nicht geimpft werden muss. Die STIKO schreibt selbst in ihrem Veröffentlichungsblatt, dem Epidemiologischen Bulletin, dass je nachdem, wie sich diese Impfung bewähren wird, möglicherweise eine Änderung der Empfehlung erfolgen wird. Die Medizin ist, wie alles, im Fluss. Aber Sie jedenfalls wissen jetzt umfassend Bescheid.